21 Savage ist aktuell einer der größten Rapper auf diesem Planeten. 54 Millionen monatliche Hörer allein auf Spotify. Songs mit mehreren hundert Millionen Streams, manche haben sogar über eine Milliarde. Und jetzt, ganz frisch rausgekommen, ist sein neuestes Studioalbum American Dream. Ein Album, auf welchem er mit Künstlern wie Young Thug, Brent Faiyaz, Travis Scott, Summer Walker und Lil Durk zusammenarbeitet. Um an diesen Punkt zu kommen, hat 21 Savage eine unglaubliche persönliche wie auch musikalische Entwicklung hingelegt. Denn um ehrlich zu sein, gab es damals nicht wirklich viele Leute, die an 21 Savage geglaubt haben und ihm so eine große Karriere zugetraut haben. Um die Steigerung nur mal ein bisschen zu verdeutlichen, zeige ich euch mal seinen allerersten Track. Und diesen Track von seinem neuesten Album. Schon eine krasse Entwicklung, oder? Okay, wenn wir fair sind, das war seine allererste Single auf YouTube und mit der ist er auch nicht viral gegangen, denn sein Breakout-Jahr war 2015. Sogar der Song Red Ops ging krass durch die Decke. Inzwischen hat das Musikvideo über 130 Millionen Klicks nur auf YouTube. Gerade in der Trap-Szene aus Atlanta fand der Song sehr viel Anklang. Ich kann mich aber noch ganz genau daran erinnern, wie Leute 21 Savage genau wegen diesem Song Red Ops nicht ernst genommen haben. Es gab sehr viele Hip-Hop-Hörer, die damals mit der Art, wie 21 Savage rappte und seine Adlibs machte, einfach nicht klargekommen sind, denn das, was er damals machte, war schon sehr eigen. Sowas gab es so noch nicht. Und diesen Song finde ich persönlich inzwischen krass. In meinen Augen ist es irgendwie auch ein Trap-Classic. Rein musikalisch kann man diesen Song aber mit den neuen Projekten von 21 Savage einfach nicht vergleichen. Auch ein Grund, weshalb 21 Savage am Anfang seiner Karriere gehatet wurde, war der Zeitpunkt von seinem Durchbruch. Die Jahre zwischen 2015 und 2018 werden heute als Soundcloud-Ära bezeichnet. Der klassische Soundcloud-Rapper hatte Gesichtstattoos, sehr auffällige Frisuren und Musik mit nicht wirklich viel Inhalt. So haben das zumindest die Leute gesehen, die sich nicht mit der Materie auseinandergesetzt haben. Die haben einfach alle Künstler unter einen Kamm geschert, vor allem aber auch, weil Künstler wie Lil Pump extrem am Poppen waren. Künstler aus dieser Ära wurden damals schon instant abgestempelt. In den Augen von sehr vielen Hörern waren das einfach nur Mumble-Rapper, die ganz kurze Karrieren haben werden. Ich bin aber der Meinung, dass die Soundcloud-Ära die Hip-Hop-Community extrem ins Positive beeinflusst hat. Denn die Hörer wurden viel offener. Ich meine, diese Zeit hat Rapper wie XXXTentacion, Kodak Black, Juice WRLD, P'nB Rock, Lil Uzi, Playboi Carti, Lil Pump und 21 Savage hervorgebracht. Das sind alles Künstler mit komplett unterschiedlichen Styles. Und diesen Soundcloud-Hype-Hate hat 21 Savage halt sehr schlau mitgenommen. Um das Momentum auszunutzen, droppte er 2015 zwei Mixtapes, The Slaughter Tape und Slaughter King. Ebenso released er die EP Free Goo-Wop. Soundtechnisch hat man auf jeden Fall rausgehört, dass 21 Savage aus Atlanta kommt. Und auch wenn einzelne Singles für die damaligen Verhältnisse viral gegangen sind, 21 Savage war noch ganz weit weg vom Mainstream. Trotzdem stieg das persönliche Interesse gegenüber der Person 21 Savage sehr gesund an. Das war nicht unverhältnismäßig schnell, aber auch nicht zu langsam. Am 15. Juli kam dann eine EP raus, welche die Grundlage geschaffen hat für das heutige Standing von 21 Savage und Metro Boomin. Savage Mode. Metro Boomin als Producer und 21 Savage als Rapper. Die beiden harmonierten wie Franck Ribéry und Robben zu ihren besten Bayern-Zeiten. Das war geisteskrank. Der düstere Vibe wurde so krass umgesetzt. No Heart und X mit Future sind mit Abstand die zwei erfolgreichsten Songs auf diesem Projekt. Und so fing 21 Savage an, sich einen Namen im Mainstream zu machen. Im Jahr 2016 war er auch ein Teil von der XXL Freshman List. Mit Kodak Black, Lil Uzi, Lil Yachty und Denzel Curry entstand dann der eventuell beste XXL Freshman Cypher aller Zeiten. Wenn man nur auf das Technische guckt, hat eigentlich nur Denzel Curry rasiert. Wenn wir ehrlich sind, war aber die Harmonie auf diesem Cypher einfach unmatched. Wir hatten nie mehr so einen krassen Vibe und ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier Hip-Hop-Geschichte miterlebt haben. Denn Leute, die aus meiner Generation kommen,
werden in den nächsten Jahren immer auf diesen Freshman-Cypher zurückgehen und sich an die krasse, unbeschwerte Zeit aus 2016 erinnern. Und 21 Savage ist einfach ein Teil davon. Ich meine, über 200 Millionen Aufrufe nur auf diesem Cypher sprechen für sich. Nur kurz nach diesem Cypher kam dann ein legendäres Interview bei DJ Vlad raus. Bei diesem Interview liegt 21 Savage auf einer Couch mit viel Bargeld und einem Cup in der Hand, an welchem er die ganze Zeit sippt. Und hier ist halt dieses Meme entstanden. What does the cross on your forehead signify? It's a knife. Genau dieser Clip ging auf Social Media viral. Das Timing von diesen Ereignissen war wirklich sehr gut. Savage Mode, XXL Freshman und dieses Interview kamen alle kurz nacheinander und das Internet hatte einfach mehrere Gründe, über 21 Savage zu reden. So war 2016 ein marketingtechnisch unglaubliches Jahr. Trotzdem hatte er immer noch diesen Ruf vom Soundcloud Mumble Rapper. 2017 kam dann aber das Issa Album raus. Die Lead-Single war Bank Account, ein Überhit, welcher inzwischen über 1 Milliarde Streams nur auf Spotify hat. Meiner Meinung nach hat man gemerkt, dass 21 Savage auf diesem Album etwas getraut hat. Er hat neue Sounds ausprobiert, die er davor so noch nie gebracht hat. Und deswegen finde ich dieses Album für ihn als Künstler unglaublich wichtig. Nothing New ist zum Beispiel ein deeper Track, welcher die sozialen Probleme auf den Straßen der USA thematisiert. Dann gibt es noch Special. Das ist ein Liebessong mit einem Vibe, welchen wir zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich von 21 Savage kannten. We got something special. Yeah. Viele Leute feiern dieses Album nicht wirklich. Ich muss aber sagen, dieses Album ist einfach ein Vorreiter für den Sound von der zukünftigen Musik von Savage. Deswegen ist es für mich ein sehr wichtiges Album. Doch 2017 war nach diesem Album noch nicht vorbei, denn er releasete noch ein weiteres Projekt. Ein Kollabo-Projekt mit Offset und Metro Boomin, Without Warning. Bei diesem Projekt ging es dann trotz der Zusammenarbeit mit Offsets wieder back to the roots, zu diesem dunklen Trap-Style. Doch das war's immer noch nicht mit dem Jahr 2017. Denn es kamen noch zwei sehr große Songs raus, die die Karriere von 21 Savage geprägt haben. Zum einen kam zum Beispiel Bardi Ekari mit Cardi B, welcher heute über 400 Millionen Streams hat. Und selbstverständlich der Überhit mit Post Malone, Rockstar. So hat 21 Savage zusammengefasst, ein Album, wo er sich als Künstler ausprobiert, um neue Fans anzuziehen, ein Album für seine Hardcore-Fanbase, um diese zu festigen und drei Hit-Singles mit Bank Account, Barty Cardi und Rockstar rausgebracht. So war 2017 marketingtechnisch noch ein stärkeres Jahr als 2016, welches ja sowieso schon stark war. Und der Respekt, den er sich 2017 mit diesen krassen Projekten und Zusammenarbeiten aufgebaut hat, hat dieses Image vom Mumbling Rapper einfach langsam verblassen lassen. Allgemein bin ich der Meinung, dass wir in den nächsten Jahren miterleben konnten, wie 21 Savage als Person gewachsen ist. I Am Better Than I Was ist ein Album, welches 2018 rauskam und der Albumtitel spiegelt genau das wider, was ich gerade eben gesagt habe. Ich bin der Meinung, dass man auf jeden Fall einen Fortschritt in der Qualität seiner Texte und seiner Songwahl raushört. Auf diesem Album haben wir genau die Styles bekommen, die sich bei Issa Album angekündigt haben, nur viel besser. Die Hitsingles auf diesem Projekt waren selbstverständlich A Lot mit J. Cole und Ball Without You. 2020 folgte dann Savage Mode 2. Eine Metro Boomin Collab, welche sich inzwischen mehr traute. Auf diesem Album waren auf einmal nicht mehr nur diese darken Trap-Tracks, sondern viel mehr. Es gab Leute, die das kritisiert haben, weil sie einfach dieses klassische Savage Mode wollten. Dann gab es aber auch Leute, die die Vielfältigkeit gefeiert haben. Denn eigentlich war auf diesem Projekt für jeden was dabei. Und Metro Boomin und 21 Savage können ja noch viel mehr als nur so diese dunkle Schiene. Kommen wir mal zurück auf die persönliche Entwicklung. Vergleicht mal die Körpersprache von diesem Interview aus dem Jahr 2022 mit dem DJ Vlad Interview aus dem Jahr 2016. Und ich finde, man sieht eindeutig, 21 Savage fühlt sich viel wohler. Er hat sich in diese Person als Rapper eingelebt und weiß auch, was er macht. Und kommt mir persönlich viel offener rüber. Wer hätte 2016 gedacht, dass dieser Typ auf dieser Couch
so eine krasse Karriere hinlegen wird. Vor allem Leute, wir sind noch nicht mal an seinem Peak angelangt. Und das, obwohl 21 Savage inzwischen behaupten kann, dass er mit den erfolgreichsten und respektiertesten Rappern in der Szene zusammengearbeitet hat. J. Cole holt ihn zum Beispiel auf sein Album. Die beiden sind so ein krasses Duo auf ihren Tracks, das hätte ich niemals erwartet. Und ein Kollabo-Album von den beiden würde anders ballern. Ja, 2022 kam dann Her Loss, ein Kollabo-Album mit Drake. Und Drake pusht Karrieren von Rappern aufs nächste Level. Das konnten wir schon einige Male bei anderen Rappern mitbeobachten. Und wenn du ein Kollabo-Album mit Drake droppst, dann sind wirklich alle Augen, nicht nur in der Rap-Industrie, in der Musikindustrie auf dich gerichtet. Der Song Rich Flex ist crazy auf TikTok viral gegangen. Einfach jeder hat diesen Part mitgerappt. Und rein karriere- und marketingtechnisch ist erneut alles perfekt gelaufen. Her Loss kam zu einem Zeitpunkt, bei welchem sich 21 Savage bereits als Künstler etabliert und bewiesen hat. Er war bereits ein gestandener Künstler mit einer eigenen Fanbase. So kann ihm nicht mehr nachgesagt werden, dass Drake ihn irgendwie gemacht hat. Das ist ein Problem, mit welchem andere Künstler in der Vergangenheit schon zu kämpfen hatten, gerade bei sehr vielen Newcomern. Ich nenne mal einfach das Beispiel Blockboy JB. Die 21 Savage und Drake Collabo kam einfach zum perfekten Zeitpunkt. Und so ist das Hype-Level von 21 Savage einfach zum perfekten Zeitpunkt aufs nächste Level gesprungen. Ja, und jetzt schreiben wir den 12. Januar und genau vor 3 Stunden ist das neue Album American Dream rausgekommen. Ich habe es mir jetzt 2-mal angehört. Der Albumtitel American Dream kann als sein Lebenstraum interpretiert werden, welchen er nun erreicht hat. Für die Leute, die nicht Bescheid wissen, 21 Savage ist gebürtiger Londoner. Seine Mutter wanderte illegal mit ihm in die Staaten aus, um ein besseres Leben zu ermöglichen. Und seinen Aufenthalt konnte er bis vor kurzem einfach nicht klären. Aus diesem Grund konnte er nicht ins Ausland reisen, um irgendwelche Touren zu spielen oder mit internationalen Künstlern zusammenzuarbeiten. Diese Aufenthaltsprobleme konnte er aber letztes Jahr endlich klären. Und was machte 21 Savage? Er ging direkt auf Europa-Tour. Ich bin froh, dass ich bei der allerersten Show in Deutschland dabei war in Düsseldorf. Das war wirklich ein krasses Erlebnis. Er ist ein sehr krasser Live-Künstler, was ich nicht gedacht hätte. Und das war das Einzige, was ihm als Künstler zu einem gewissen Zeitpunkt gefehlt hat. Dass er durch die Welt tourt, denn Shows auf einem anderen Kontinent zu spielen, das muss für einen Künstler wirklich anders krass sein. Sound- und Hype-technisch ist er momentan am Höhepunkt seiner Karriere. Die Promo mit dem Posten von den Kinderbildern von seinen Feature-Gästen, das Cover, das Intro, in welchem 21 Savage seine Mutter darüber redet, alles getan zu haben, um ihren Kindern was zu bieten, das passt alles perfekt zu dieser Gesamtsituation. Und wenn wir Nostalgie und alles weglassen, ist das eventuell das soundtechnisch stärkste 21 Savage Album aller Zeiten. Wir haben jeden Style, den sich 21 Savage in den letzten Jahren angeeignet hat, auf dem Stand jetzt höchstem Niveau. Sein Qualitätsstandard ist inzwischen unglaublich hoch. Mit Singles wie Red Rum haben wir den klassischen Street 21 Savage bekommen. Watch out here for $1 million and it's plain. I don't go through TSA to get on plane. Mit Pop Your Shit haben uns Metro Boomin, Young Thug und er den düsteren Savage Mode Style geliefert. It smell like gas, I think somebody pooped. Ihr habt Bock auf eine richtig unerwartete Kombi? Dann gebt euch NHIE mit Doja Cat. Das ist auch ein Song, den viele Leute nicht auf dem Radar haben. Mit Nina haben wir einen Song mit dickem Hitpotenzial. Allein schon, weil die Kombi mit Travis Scott sowas eigentlich immer hervorsagt. Got me fucked up, nigga got me fucked up. Yeah. When I send it past the ceiling, that shit stuck up. All that talking, acting tough, get you roughed up. Du brauchst einen Song, den du bei einer Late Night Drive hören willst? Kein Problem. Hör dir einfach See the Real an. Call me Santa Claus, cause I'm rich, rich. Put a Birkin bag on your wish list. Jumped in the DM and she missed it. Du willst einen Song mit einer Hintergrundgeschichte? Dann hör dir Letter to My Brother an. Father God, forgive me for my sins. Take the mask off of my enemies, this out here acting like my friend. Ihr merkt schon, ich bin ein großer Fan von diesem Album. Lasst mich gerne in den Kommis wissen, welcher euer Lieblingstrack ist vom neuen Tape. 21 Savage hat wirklich eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Von 0 auf 100, sehr organisch gewachsen, perfektes Marketing, keine komischen Skandale, alles lief perfekt. Und seinen aktuellen Sound müssen wir einfach genießen. Checkt sein neues Album ab, ist oben in der Beschreibung verlinkt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da und eine Bewertung, damit der Algorithmus gepusht wird. Danke für den Support, Leute. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.